Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema Balkonkraftwerke. Der Chef der Netzagentur spricht ein Machtwort und wie offensichtlich, Menschen der Ideologie geopfert werden. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir weiter zu. Es geht um den Schuko-Stecker. Ja, ich erkläre Ihnen jetzt den Schuko-Stecker. Wie so ein Ding funktioniert, warum der genauso aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist. Das ist eigentlich alles ganz logisch. Und Menschenopfer gab es ja schon immer. Früher hat man bei den Inkas Menschen geopfert und heute wird offensichtlich einfach durch Ignoranz von Regeln, Normen und Richtlinien hier einfach lässt man dann einfach mal, da hat er halt Pech gehabt, wenn die Norm dann nicht gegriffen hat. Hat man schon übrigens bei den, macht man bei den Masken auch schon. Können Sie hier gucken, da ist eine Maske. Hier haben wir eine EN, heißt Europäische Norm 149 2001 plus Anhang 2009. Das ist hier eine Maske. Und dann gucken Sie mal da rein, was da steht. Da steht drin, maximal bei arbeitsfähiger Bevölkerung maximal 90 Minuten. Da haben wir danach 30 Minuten Pause in der Bahn und so weiter. Wird das ignoriert? Hier spielt man, auch Rentner haben die ja kostenlos bekommen, wo man sparen. Hier setzt man fahrlässig das Leben von Menschen und die Gesundheit von Menschen aufs Spiel. Und jetzt geht es aus ideologischen Gründen, Impfgründen, und jetzt geht es hier bei den Balkonkraftwerken geht's weiter. Worum geht's? Also man kann sich irgendwie, um Strom einzuspeisen, an das Balkon eine Solarpanels hängen. So, jetzt haben Sie da so ein Ding und hängen den da über die. Ja, und dann haben Sie da so, und dann will man das Ding mit so einem Stecker reinstecken. So, und wo ist das Problem? Da ist Strom drauf. Und deswegen will man das nicht. Da sind dann ja, wenn ich das einspeise, sind dann ja 230 Volt ungefähr drauf. Wenn dann einer da dran backt oder so, mal blöd, und dann macht es Bitschen, ist er tot. Deswegen will man das nicht. Und deswegen, jetzt gucken wir mal, wie schnell das da geht. Ich mache das jetzt nicht ganz durch, aber auf jeden Fall will man dann natürlich jetzt das Problem und diesen Stecker zulassen, weil das ja so einfach ist. Dafür gibt es ja. So, das ist hier die Verschwörungstheoretiker-Seite. Da. Das ist hier die richtige Steckdose. Das wäre die richtige Steckdose. Warum ist die da so? Dass man eben keinen Schlag kriegt. Das ist im Prinzip, ich zeige Ihnen das jetzt erst einmal bei einer normalen, bei den einfachen. Moment, ich habe nämlich hier Ihnen was mitgebracht. Ich habe Ihnen hier was mitgebracht, ein Messgerät. So, habe ich Ihnen ein Messgerät mitgebracht. Das kann ich übrigens empfehlen. Das kann Feuchtigkeit und Wärme und alles Mögliche messen. Feuchtigkeit, Temperatur, Lautstärke und alles. War schon mal ganz praktisch. Und natürlich auch Strom. Das habe ich hier Messgeräten. Was für Stecker haben die? Die haben genau sowas Ähnliches. Die haben nämlich solche Stecker. Sehen Sie? Die sind mittlerweile Vorschrift. Weil, wo ist das Problem? Wenn ich jetzt hier, machen wir das mal so, hier so einen normalen, das ist ein alter Bananenstecker. Wenn ich den da so reinstecke und da unten dann dran fasse und ich dann, das darf ja 600 Volt messen. Wenn ich dann 600 Volt abkriege, dann kann es sein, dass ich ziemlich tot bin. Ich habe da übrigens schon mal so was sehr Geschicktes gemacht, und zwar mit einem kaputten Blitz rumgespielt und nachher festgestellt, dass da auf dem Kondensator 370 Volt geladen waren. Das kann ich niemandem empfehlen. Da habe ich ganz schön auf dem Arsch gesessen, kann ich Ihnen sagen. Also das ist ziemlich blöd gewesen, was ich damals gemacht habe. Da war ich allerdings noch ein paar Jährchen jünger. So. Aber das weiß man. Und bei einem alten Röhrenfernseher hinten, die Dinger können auch noch wochenlang Ladung haben. Wenn sie da reinfassen, sind sie ziemlich sicher tot. Gut. Und deswegen hat man eben solche Stecker gemacht. Diese neuen Schutzstecker, da ist das da und da kann keiner dran packen und dann kann da nichts passieren. Und deswegen haben die da so eine Hülse. Und wenn Sie da hingucken,
dann haben Sie offensichtlich da außenrum auch so eine Hülse, damit man da nichts machen kann. Und jetzt wollen die Hersteller da normale Schuberstecker einsetzen. Und weil das ja durch einen Fachmann installiert werden muss, so ein Stecker. Ja, wie funktioniert, jetzt erkläre ich Ihnen noch, wie und was und wo so ein Schuko-Stecker funktioniert. Schuko-Stecker, also wir haben hier so einen Schuko-Stecker und da ist eigentlich, das ist ein Schuko-Stecker, Schutzkontaktstecker und naja gut, und der hat unsere Außenministerin hat ja gesagt, europamäßig wären alle Stecker gleich, das wäre der Vorteil von Europa. Also das ist ein italienischer Stecker, da habe ich zufällig ein paar rumliegen, aus welchem Grund auch immer. So. Und hier, auch schon hier erkennt man, der ist unterschiedlich gebaut. Der ist was Lustiges, sehen Sie? Da die drei Kontakte, der mittlere ist durchgehend und bei den anderen, da ist das dann da grün ummantelt mit Kunststoff. Das hat ja auch seinen Grund. Wie ist der Trick bei der ganzen Geschichte? So, und zwar ist der Schutzkontakt, der im Allgemeinen gelb-grün als Kabel ist. Die anderen sind blau und schwarz. Früher war der eine rot anstelle von schwarz, glaube ich, ganz früher. Und wenn ich die jetzt reinstecke, das Ding. Und dann ist nämlich der Schutzkontakt ist auf dem Metallgehäuse. Deswegen sehen Sie, bei manchen Geräten, die kein Metallgehäuse haben, die brauchen den nicht, weil da einfach man sich keinen Schlag holen kann. So. Und wenn ich den jetzt rausziehe, dann ist das so, dass offensichtlich die Kontakte dann so angelegt sind, dass zuletzt der Schutzkontakt getrennt wird. Das ist nämlich der Witz bei der ganzen Geschichte. Das ist der Gag. Geerdet, also der Schutzkontakt ist der auf Ground liegt, auf Erde. Das ist auch wichtig, ich kann Ihnen sagen, ich habe mal innerhalb von 4 Wochen, glaube ich, 3 Router verloren, 3 Internetrouter habe ich verloren. Da war offensichtlich, das war eine brutale, trockene Hitzeperiode und da war offensichtlich das Haus nicht richtig geerdet und dann hat sich ein Potenzial zwischen Internet und Strom aufgebaut und dann sind wir innerhalb von 14, ich weiß nicht, sind mir 3 Router geflogen. Ich tippe drauf, dann habe ich mir einen Schutz, habe ich mir dann so einen Netzstecker gekauft wegen Blitzschlag, der hat 100 Euro gekostet, rund ganz teures Ding und 14 Tage später war der nächste Router kaputt. Dann hat es geregnet, dann war der Spuk Ende. Das so viel zum Thema Potenzial, auch wichtig, also kleiner Hinweis, wenn Sie mal einen Drucker und einen Computer haben, niemals an unterschiedliche Steckdosen anschließen, möglichst immer ans selbe Kreis zumindest, sonst baut sich da nämlich auch ein Potenzial auf. So, und jetzt haben wir hier kurze Abschwiffung, um Ihnen Geld zu sparen. Jetzt haben wir hier so einen Schutzstecker. Und jetzt haben wir hier den Gag. Der kommt ja da rein. Da, ich habe Ihnen jetzt mal keine Wandsteckdose mitgebracht, sondern so ein Ding. Und der Gag ist der, dass der da ja drin verschwindet und dann wandbündig ist. Das ist der Vorteil, da kann er nämlich nicht abbrechen. Was haben wir hier? Beispielsweise diese alten Steckdosen, die Sie vielleicht noch kennen. Diese Dinger da sind, ich weiß nicht, die kann man auf eBay kaufen. So ich das gesehen habe, aber ich meines Wissens sind die gar nicht mehr erlaubt. Und warum? Den Grund. Der Grund ist nämlich noch einer, und zwar dieses Ding ist bündig mit der Wand. Wie mache ich das jetzt hier? Also hier ist wandbündig und wenn Sie, da haben Sie einen ganz großen Hebel dran. Wenn hier noch der Stecker drin steckt, hier geht ein normaler Stecker übrigens rein, das können wir mal machen. Das ist nämlich ein Adapter, da kann ich den Stecker hier, das ist ein Adapter, italienisches System, deutsches System, und den dann wandbündig hier haben, und die dann da dran kommen, bricht ihnen das Ding raus, dann gehen die ganzen Stecker kaputt. Und das ist ziemlich blöd. Und deswegen haben die Deutschen ein System ersonnen, was eben nicht wandbündig ist, sondern weiter noch besser ins Netz hier reingeht, und dann ist das nämlich deutlich flacher. Jetzt müssen Sie sich überlegen, da ist natürlich dann die Wand, hier. Hier ist die Wand. So. Ja, gut. So. Achso, das spiegelbildlich von mir gesehen. So. Hier ist die Wand. So. Und jetzt haben wir noch einen Gag bei der ganzen Geschichte, was ich auch erst gelesen habe irgendwo. Und zwar, wenn ich jetzt so ein Ding ziehe, hier sind zwar die Dinger nicht grün, aber da ist das anders gelöst. Da sehen Sie, das sind die 2 Hauptleiter, links und rechts. Dann haben wir hier, ziehen wir erst und die Stecker müssen dann so ausgelegt sein, dass wenn ich hier ziehe den Stecker, zuerst die stromführenden Kontakte den Strom verlieren und zuletzt dürfen erst die beiden Schutzkontakte an den Seiten den Strom verlieren. Und so sind deutsche Schutzkontaktstecker ausgelegt. So,
Also so, da haben sich Leute schon was dabei gedacht. Sagen wir mal vorsichtig so, Normen können zwar auch lästig sein. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich an einer Interpretation einer Seite der Norm habe ich 3 oder 4 Stunden rumgedoktert, wie man sagen kann, um das dann richtig zu übersetzen für jemanden, der das benötigt. Aber da steckt schon ein gewisses Know-how drin. Und dann geht einfach jemand hin und sagt, jetzt benutzen wir die, wenn hier die Stromföhren sind, wenn ein FI-Schutzschalter drin ist und ein zugelassener Laderegler. Also, ja, da kommen erstmal die Laderegler, kommen irgendwie aus, also Wechselrichter muss zugelassen sein. Wechselrichter ist das, Solarzellen erzeugen ja gleich Strom und den muss ich auf 220 Volt, 50 Hertz wechselrichten. Klar, muss er duck machen, ja, tun. So, und das und inwieweit das und wo der FI-Schutzschalter drin sein soll, weiß ich nicht, weil ein FI-Schutzschalter, ein Fehlerstrom, was heißt der Fehlerstromschutzschalter, der heutzutage in jedem Haus drin ist, der ist ja im Netz drin, also im Hausnetz. Wenn da jetzt ein FI-Schutzschalter, wo ist das, sagt der Mensch da von der Netzagentur, Entschuldigung, das ist das Falsche jetzt, wenn da irgendwie, der sagt dann, nun hat sich der Klaus Müller dazu geeignet, Bundes- und Aufruf des Branchenportals, und er hat sich dann rückversichert bei den Österreichern, also Verantwortung will er keine übernehmen, und dann irgendwie, was haben wir hier, achso, das, was da passiert letztendlich, da verweist auf die Äußerung des österreichischen Kontrollchefs und so weiter. Also Herr Müller will keine Verantwortung übernehmen. Und wenn ein zertifizierter Wechselrichter und ein FI-Schalter verbaut sind, und da frage ich mich jetzt, wo jetzt eben, steht es da unten, ich hoffe, dass jetzt die Ding da weggeht. Da steht es, wenn ein zertifizierter Wechselrichter und ein FI-Schalter beziehungsweise wenn der Bewertung teilt, er hat keine Ahnung von der Materie. Und hier wird aus politisch korrekten Gründen, weil wo der FI-Schutzschalter drin sein soll, ich weiß nicht, ist der jetzt in der Solarzelle drin oder wo soll der da drin sein? Also das sind, was da ist, sind bestimmt keine Balkonkraftwerke, weil das ist hier eine riesige Fläche. Das können Sie natürlich auch vergessen. So viel zum Thema, und das sehe ich als Menschenopfer. Warum? Weil wir stecken ja in den, ja, und es ist auch so, da haben wir diese Sicherheit und es ist halt immer doppelte Sicherheit, versucht man einzubauen, weil 220 Volt für ältere Leute doch nicht ganz ungefährlich sind, und deswegen macht man diesen technischen Trick, das löst man technisch, und man sagt gleichzeitig, die Dinger dürfen nicht stromführend sein. Ja. Übrigens fassen Sie mal bei einem Ladegerät oder sowas, bei einem Computerladegerät mal da vorne dran, da ist manchmal auch noch ganz schön Saft drauf, da sind die Elkos auch noch geladen. Aber, und jetzt sagt man, wenn das verbaut ist und der FI-Schalter, wo er nicht sagt, wo der verbaut sein soll, weil wenn im Haus ein FI-Schalter verbaut ist, nutzt das Ihnen bei einem Stecker vom Balkonkraftwerk überhaupt nichts. Und das sind unsere politisch-ideologischen Entscheidungen, die man dann hier irgendwie, weil das ja gesichert irgendwelche, statistisch verteilt, irgendwelche Deppen treffen werden, die dann da mal dran packen und dann vielleicht der zertifizierte Wechselrichter aus China kommt und das dann nicht so richtig zertifiziert ist. Zur Deppenfähigkeit kann ich Ihnen noch was dazu sagen. Also, das ist ja, die Welt wird ja immer dümmer, Entschuldigung, ist so. Und zwar habe ich letztens für Weidezaungeräte von Pferden, habe ich Solarding da gebaut und habe die dann, ja, und habe gesagt, ihr könnt da zumindest den Sommer über, da funktioniert das, die brauchen wenig Strom, habe die dann 45, also habe da so ein Gestell gebaut, ziemlich trickreich, habe die bei meinem Lieblingsversand gekauft und habe die dann so schräg, also unten ist Stab und dann geschweißt, oben so ein Ding, habe die dann da festgeklemmt und habe die an Wechselrichter dran gehängt und unten einen banalen Bleiakku rein. Das funktioniert prächtig von März bis Oktober. Bestens, ja, super, klasse. Damit brauche ich keine anderen Batterien mehr.
und die dann diese Luftbatterien, und da bin ich mit so einem System bei 80 oder 90 Euro, eine große Luftbatterie, kostet das auch und das kann ich über Jahre verwenden. So, was ist passiert? Ich fahre da hoch, guck, wie die da aufgestellt sind, weil ich kann das ja nicht überprüfen und baue da auch nicht irgendwo und kann auch nicht an jedes dieser Dinger einen Kompass dranhängen. Dann hatte die jemand gestellt Richtung, also die waren 45 Grad schräg gestellt, die waren Richtung Norden gestellt. Damit ist natürlich die Sicherheit weg. Viel einfacher, für jeder Depp kann natürlich eine Batterie anhängen, wie man die auch nicht verwechseln kann, aber offensichtlich sind die Leute heutzutage nicht mal mehr fähig, eine Solarzelle Richtung Süden auszurichten, weil da die Sonne ist. Und da sehen wir, die werden immer blöder und dümmer und von dieser Seite brauche ich natürlich auch sichere Sachen, deswegen nimmt die Arbeitssicherheit auch immer mehr zu. Früher waren die Leute da noch schlauer. Heutzutage werden sie immer dümmer, dadurch muss ich natürlich die Normen immer strenger fassen. Und von der Seite ist es natürlich auch sinnvoll, dass man in meinen Augen über solche Stecker keine 220 Volt leitet. Aber in diesem Sinne, das ist einfach so. Vielleicht machen wir mal demnächst. Wie erlangt man eine CE, habe ich mir überlegt. Aber heute mal zum Thema Balkonkraftwerke und wie aus ideologischen Gründen Menschen statistisch verteilt geopfert werden, was wir schon dann, wie gesagt, hier gemacht haben. Lesen Sie einfach mal in die Norm. In die können Sie auch im Internet. 1,5 Stunden, dann müssen Sie runternehmen. Im Zug dürfen Sie das gar nicht. Das widerspricht der Norm, grob fahrlässig. Vor 2-3 Jahren wären Sie für sowas, hätten Sie noch vor dem Kadi, vor dem Gericht gestanden. Heutzutage wird sowas öffentlich angeordnet. Genau wie auch beispielsweise das Offenlassen von Brandschutztüren in Schulen. Hier werden dann auch, als die Corona, muss ja gelüftet werden, da mussten Brandschutztüren offenstehen. Hier hat man Kinder in Schulen vorsätzlich und wissentlich gefährdet. Früher hätten sie da Abmahnung und wären eine Kündigung kassiert. Heutzutage müssen sie das machen. So viel zum Thema einer sogenannten Idiokratie. Wir leben in einer Idiokratie, in der Herrschaft von Idioten. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Thema Schokostecker und Balkonkraftwerke und so weiter.